Und damit herzlich willkommen zum großen ETS-2-Konvoi. Heute mal größer als sonst. Mit dabei der Nick Thames. Hallo. Der Bahn Hannover. Hallo. Der GSG Rebell. Hallo. Hamburg Let's Play TV. Einmal die V-Ausweise bitte. Dann neu dabei Gerd Games und Bahn. Hallöchen. Hallo. Und mein, ehemaliger Blog-Kollege und immer noch netter, lieber, freundlicher Projektkollege, endlich mit seinem Kanal da, MBGG Andy! Hallo! Hallo! Ja, wir fahren heute in den hohen Norden und ich würde sagen, wir holen mal unsere Frachten ab. Ich habe jetzt keinen vergessen bei der Anmod, ne? Nee. Wobei, doch, du hast einen vergessen. Wen denn? Den netten Skoda hier neben mir. Der Skoda kann ich mal. Warte, wie heißt du denn? Warte mal, ist das Licht an? Ach so, der gute Muster 27 und der, TR. Motor aus, das ist gut. Ich müsste jetzt erstmal gucken, wo ich meine Fracht überhaupt abholen muss. Oh, was soll ich das aus? So, wir fahren schon mal los. Ich auch. Run. Ich würde ganz gerne nochmal eine Konzi einchecken. Wo habe ich das denn jetzt drauf überlegt, dass ich mein... Ach so, okay. Ja, ich bin übrigens diesmal mit neuem Mikrofon dabei. Warum zeigt er mir das jetzt nicht an? Mario, du das, ich sollte mit Volllicht fahren. Weil du deine Route eingestellt hast. Ah, ja. Wow. Ich hab's auch nochmal rückgängig gemacht und finde ich's ja nie. Ja. Ich brauch das ja nicht. Wir müssen hier jetzt links rum. So, ich fahr, Ich bin links rum, jojo. Was? Ich fahr eine unglaublich schwere Fracht mit diesem unglaublich leistungsstarken LKW. Dieser Dreckskania. Eine Tonne Schnittblumen. What the fuck? Doch so viel. Ja. Können die Leute nicht aufpassen? Das ist schon ziemlich heavy. Heavy? Heavy Mode? Jetzt ist da ein Trailer in meinem Trailer gespawnt. Wenn jetzt einer fragt, zu welchem Film, den kill ich. Nee, ich weiß zu welchem Film. Chips. Alter, ist das voll hier, ey. Wo treffen wir uns denn? Ausgang Hamburg? Du kannst das mit dem reden. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Weil ich habe ja eh keine Fracht. Ja, der GSG ist heute frachtlos, aber zumindest mit dem LKW. Hauptsache ist er. Hauptsache er ist nicht fruchtlos, ne? Oh, Fruchtkerne? Welche Fruchtkerne? Muss jetzt gerade mal erst gucken, wo ich meine Fracht überhaupt hole. Immer diese Leute mit YouTube-Tag. Ja, ist unglaublich. Du bist übrigens am. Links vorbeifahren. Du voll hier. Ach so, wo treffen wir uns denn? Ortsausgang Hamburg. Ausfahrt, Ausgang. Ist Ausfahrt. Alter. Ist dasselbe im Grün. Ausgang ist. Der Honey rollt den Wagen. Ja, das liegt der schon wieder, bitte nicht. Warte mal, Scania, pass auf. Jetzt als erstes hin? Von lauter LKWs ist hier nichts mehr. Wir fahren nach Göteborg über Odense oder an Odense vorbei. Also diesmal wirklich an Odense vorbei, Mario, ne? Ja. Da ist der Hannover. Da ist Gerd. Ah, jetzt kann ich endlich auch meinen Trailer abholen. Wir sind noch in Hamburg drin, oder? Da steht schon irgendwelche Leute schon außerhalb von Hamburg. Ja, ich stehe da direkt hinter der Kreuzung an der Hauptstraße. Wie treffen wir uns denn überhaupt? Ach, du bist der grüne Punkt, der da. Guck mal, der Gerd fällt rein, der wieder blockieren wird. Ich hab mich ein bisschen beeilt. Ja, du mit deinen Schnittblumen, das ist beeilt und so. Schnittblumen? Lass meine Schnittblumen in Ruhe. Weißt du, jetzt darf ich einen Stern auch noch die Vorfahrt gewähren, weißt du? Alter, will der mich verarschen? Jetzt so tief bin ich ein Stück weiter vor. Ah, ist doch nicht wahr. Ja. Ich dachte, du wolltest hinten fahren. Ich fahr gar keinen Bagger. Ich fahr irgendwas anderes. Irgendwas anderes ist gut. Der zeigt mir gar nicht an, wo ich meine Fracht anholen kann. Du musst die Route rausnehmen. Hab ich schon. Ach doch, ich fahr wohl den Bagger, aber da ist noch Fracht von einem anderen Typen. Die ja irgendwie nicht abholen kann, will. Ja, du solltest wissen, was du fährst. Ja, das sei... Guck mal, ich stehe doch hier eigentlich genau perfekt. Leute! Ja, ich fahr immer noch Bagger. So. Zwischen den Fronten, so ein bisschen. Aber der schwarze Trailer ist echt schön. Was, ein schwarzer? Ja, deswegen ist der blau. Ach so, ich dachte, Nick, warum hast du keinen? Was wäre ein Schwarzmüller Trailer?
Ich. Tarek hat einen, warum hast du keinen? Weil ich keinen hab. Ah, echt? Hättest du den noch auswählen können? Ich weiß, was ich hab. Ach so, es stimmt, hätte ich auswählen können. Naja. Ich weiß, was ich jetzt hab. Jetzt sieht jeder, dass ich LKW fahre. Jetzt hab ich, ich hab zumindest jetzt Videotitel. Ist das bei euch hier auch so voll, ey? War, ja. Ja, ja. Da kommt noch ein LKW mit einem schwarzen Mann. Jetzt hab ich Videotitel verpackt. Frack gefunden. Alter, ey. Wo treffen wir uns eigentlich? Ortsausgang Hamburg. Hamburg? Hamburg? Da müsste ich eigentlich sofort Bescheid wissen, ne? Solltest du. Der hält Richtung. Diesem komischen Tunnel. Nee. Ey, da kam mir Andi entgegen. Der direkt zur A7 geht. Andi, warum bist du mir entgegengekommen? Weiß ich noch nicht. Wer holt denn? Okay. Das ist gut. Die Seite muss ich mir mal die machen. Rechte Seite ist eure. Also, wir fahren jetzt erst nach Odense, oder wie sehe ich das? Wir fahren jetzt erst nach Göteborg über Odense, also an Odense vorbei, weil wir eben nicht übersetzen können, weil der GSG sonst Probleme bekommt. Ja. Ja. Ja, ich Bergen weiß immer noch nicht, woran es liegt, aber... Ja, Bergen war das letzte. Mhm. Ah, ich weiß, warum Andi an mir vorbei ist. Der hat gemerkt, dass er da hinten nicht langkommt. Richtig. Okay. Ich mach doch mal den Motor aus. Ich glaub, da vorne dürften die gleich sein. Ja, mach ich mal den Motor aus. Es sind so viele Punkte auf meinem Navi. Ja, ne? Da ist ein Volvo. Ich meine Nissan. Hilfe, Russen? Wirklich da in der... Hilfe, Russen. Ja. Ach, natürlich. Alter. Kommen wir aber alle durch. Ist das euer Ernst? Ja, auf jeden Fall. Komm, ja, die kommen nicht hinten drauf. So. Nee, ich. Haben wir es jetzt dann? Ich hab sogar extra die Warnfunktion hinten. Ich soll die nochmal. Aber jetzt fährt der vorbei, oder was? So, David, Tarek, GSG, da hinten sehe ich, glaube ich, Andi. Richtig. Den Eviko siehst du aus 30.000 Meter. Ja, Bums. Dein Weihnachtsbaum da auch. Nee, nix Bums. Warum mein Weihnachtsbaum? Kam's weil da so viele hässliche Lampen dran sind. Da sind zwei Lampen dran. Ja, und oben sind ganz viele Michelin-Männchen. Ey, wo ist denn jetzt David schon wieder? David hat ge-U-turned. Oh, David. Ja, ich fahr jetzt ein paar ja, David hat ja, ich fahr mich noch ein bisschen fröhlich. Da kommt ein anderer Michelin, das ist Mario, das ist... Oh Gott, der andere... Ja, das bin eindeutig ich. Ich muss in der Karte jetzt erstmal Göteborg einstellen. Bleib mal bitte stehen. Also, über oder... David, bleib bitte nicht da auf der... Genau. Schön an die Seite stellen. Nicht, dass das hier jetzt noch zum Verkehrschaos kommt. Boah, ich hab irgendwie immer so das Gefühl, dass ich entweder zu laut oder zu leise bin im Fall. Ist zu euch. Mach das jetzt genau noch ein paar Mal. Gerd, wie sieht das bei dir aus? Hast du jetzt deine Fracht gefunden? Ich bin auf dem Weg, ich suche euch gerade. Gut. Wir sind quasi auf dieser Art Hauptstraße, die eben. Ja, östlich Richtung A7 geht. Rommel. Ein Theoretisch könnte ich auch vorfahren, weil der darf es langsam und. Rommel. Also, ich hab Dings markiert. Und ich habe alle und ich habe die komplette Route markiert. GSG, ich glaube, wenn Nick hinter dir herfahren würde, wärst du wirklich der langsamste. Also dann würde er dich ständig überholen. Ja, gut, also ich bin durch meine Fracht kaum langsamer. Deswegen. Ich hab 24 Tonnen drauf. Mhm. Ja, ich auch. Oh, das ist ordentlich. Ich hab original nichts drauf. Doch so viel. Ich hab eine Tonne drauf. Also auch original. So ein bisschen so, als hättest du ein bisschen mehr Sprit getankt. Mario, aber hinter, nicht. Ist hinter dir schon Gerd oder? Ja, der kommt jetzt gerade, der muss jetzt noch links abbiegen, Mert. Ist er da. Mert. Ich sehe das nicht, ich sehe halt einfach nur einen LKW-Trailer. DTG-Geschäftsführerin, what the fuck? Hamburg, let's play TV. Oh! Mario, der ist so aufgezimmert, ne? Achso, will nicht jemand anders vorfahren? Die Leute sind auch so kompetent. Ich kann das gerne machen, weil ich muss sowieso als erstes abladen. Wenn ich Gas gebe, dann ziehe ich euch weg, weil ich habe halt kaum Fragen. Wer ist jetzt Mert? Der Mert gehört nicht zu uns. Mert? So. Boah, Alter, Mario. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Nee. Ja, echt, ey. Du stehst halt mit deinem Ding auf der Nebenspur. Echt? Also ich bin jetzt hinten letzter. Gut, dann fahren wir los. Jetzt hört er dir gleich wieder rein. Ich fahre noch ein bisschen, bis der Tag, du kannst vorbeiziehen dann, oder?
Ja, ich weiß nicht, was der Held da jetzt mit seinem Gerdformer rüber Scania macht. Der Held mit seinem Scania dringt nicht ab, der blöde Wichser. Ja, darfst du mal, Junge. Gut, warte, dann. Danke, du Arsch. Gewähre dir die Vorfahrt. Wenn ich den nochmal sehe, schmeiß ich ihn um. Dankeschön, Moment, David. Immer wieder gehen. Blöder Heckenpenner. Steht denn der da mittendrin? Wie gut der war das nicht, mit war nur das einer nicht Tonne Person, Fracht. Die vorhin auch schon da bei uns stand? Keine Ahnung. Toll. Alter, ach, fahr wieder rüber gut. Und ich kipp dir deine Karre um, ich sag's dir. Alter! Nick im Ausnahmezustand. Der blöde Wichser, ey, das kann nicht sein. Alter! Soll ich mal die Rolltaste betätigen? Der wäre gerade so schön hinter mir. Alles Spackos. GSG, ich würde es nicht riskieren. Du kannst dich zurücksetzen. Stimmt ja, stimmt. Ey, du kannst. Ja, bist du. Das ist das Problem. Oh, alles mal bremsen hinter mir. Das alles ist mal der Heckenpenner. Alles mal bremsen. Warte, ist das der Heckenpenner? Ja, wir müssen unten, ja, doch. Müssen unten durch und dann vielleicht nicht allzu schnell. Ja. Trotzdem. Tag, pass auf, hinter dir kommt der angerast. Was macht denn der hier? Der Ach, der kommt angerast. Der warte, ist dann, dumm dann ein einfach. Der Typ ist einfach dumm. Der, pass auf, der. Hoffentlich können wir uns dann. Der will einfach nur trollen, der will mir in die Karre fahren. Ja. So, wir fahren jetzt unter der Brücke her und dann hoch, ne? Sie kennen aber nicht. War nicht zu schnell. Nein, ich weiß, ich fall sonst wieder um. Ja, genau deswegen. Ne, mit Auffahrten habe ich nicht so das Problem, eher mit Abfahrten. So, der GSG ist hinter mir, ne? Ja, ich bin hinter dir. Boah, ich bin Abstand falsch hinter dir. GSG, wir fahren mal 80, bis wir alle eingesammelt haben. Also Standardgeschwindigkeit ist dann 110. Ja, lass uns, wir stehen oben an der Auffahrt. Bitte. Ja, hier steht hinter der Kurve. Hier stehen hinter der Kurve, steht einer. Um. Ah. Oh Gott. Fahr schön hinterm Gerd her, da passiert nichts. Das sagst du jetzt. Das ist noch nicht raus. Der ist heute das erste Mal dabei. Deswegen sollte ja eigentlich nichts passieren. Wenn es Gerd nicht ist, dann was fährt jetzt der Mario hier rückwärts? Ich fahr doch gar nicht rückwärts. Was wird das hier? Ich fahr doch gar nicht rückwärts, ich bin schon längst weg. Der Mario. Ja, hallo, ich heiße auch Mario. Mario. Ja, ist ja gut. Einfach geradeaus. Einfach weiter geradeaus. War jetzt nicht die Abfahrt bei Rostock runter? Mario ist abgefahren. Ja, wow. Mein Navi sagte abfahren. Ja, hast du die Route geändert? Oh! Hau einfach ab, hau in die Nacht ab, du kleines Kind. Ja, Moment, ich versuche hier irgendwo zu wenden und komm dann. Bleib mal bitte stehen. Ist ja nicht so, als hätten David und ich das nicht schon alles mal so durch mit Wenden und so. Ja, gut. Jetzt sind wir alle komplett getrennt, kann das sein? Ah, scheiße, ey. Ah, hier ist eine Baustelle, hier kann ich wenden. Wo sind jetzt alle und wohin soll ich fahren? Wir sind auf der A7. Ja, bin ich. Ja, wir sind ja, da bin auch, aber wo? Wenn der warte fällt, mal, GSG, wir fahren mal ein Stückchen weiter, da kommt gleich ein Rasthof. Ach, du meinst auf A7, da, wenn wir abbiegen müssen? Also. Genau. Das trifft sich gut, dann kann ich da tanken. Also treffen wir uns auf dem Rasthof da, über Hamburg, auf der anderen Autobahn da. Tanken. Genau. Na, das ist nur die A7, aber ja. Ach so, stimmt, die, ja, da wo man halt runter. Da wo die A7 Knick gemacht hat. Genau. Knick, knack. Das ist okay. Dann wissen wenigstens alle wo. Weißt du, wenigstens fahre ich diesmal mit, nur mit und zu gucken ist langweilig. Ja. Lalala. So kann ich wenigstens auch noch für ein bisschen Spannung sorgen. Genau. Will der mich jetzt verarschen? Kommt jetzt hier keine Auffahrt? Nein. Nee, kommt auch nicht. Doch. Ich wäre einfach auf der Strecke umgebogen. Umgebogen? Ganz dreist. Gebogen. Ja, umgekehrt. Gibt's hier auch Omni-Navi? Ja, ist so ähnlich. So, hey, du hast ja schon standardmäßig ein Navi drin, ne? Weiß ich überhaupt nicht mehr, ob ich richtig oder falsch bin. Frank, weißt du, was schön pass ist? Pass mal auf, der kippt gleich um. Ich habe auch keine Ahnung. Hauptsache, ich fahre hinterm Gerd her. Frank, weißt du, was schön ist? Der Trailer trefft der Aktion. Ihr seid auf der A7 geblieben, ne? Ja, wir sind jetzt auf dem Rasthof in der Nähe von Kiel. Ja, wo der A7 halt denkt. Ah, okay. Ja, okay. Der große, ne? Das heißt, ihr seid dann vor Kiel seid ihr abgefahren, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das heißt, ich muss die nächste abfahren, okay. Sag, was machst du da?